So, was geht ab, Freunde? Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Freitag, Samstag, Sonntag, je nachdem, wann ihr Zeit habt, dieses Video zu schauen. Wir fangen heute Abend ganz geschmeidig an mit Nemo. Schöne Grüße gehen raus. You know heißt der ganze Bums, 3 Minuten 17. Like, can support us, come out, by the way. Like-Dislike-Verhältnis, die ersten 5 Minuten schon mal sehr ansprechend. Psy und Airsonic haben hier mal wieder in die Tasten gehauen. Schöne Grüße gehen raus an die beiden. Niklas Neumann hat gemixt und gemastert. Sehr schön. Ich bin sehr gespannt, ich bin immer noch extrem geflasht von Down, weil Down einfach so eine runde, geile, emotionale Real Talk Nummer war, die leider dann ein paar Tage gesperrt war auf YouTube. Das kann hier auch wieder passieren, dass die Sachen erstmal auf YouTube gesperrt sind und ich dann im Nachhinein halt quasi ein bisschen mit dem Management reden muss und dass die das halt quasi freischalten. Tut mir auf jeden Fall leid, aber gut, kriegen wir hin. Nemo, you know, 3 Minuten 17, Abfahrt. Moonboys. Moonboy. Wieso sagt er nicht Moonboys? Wieso sagt er Moonboy? Da steht doch Moonboys Entertainment. Moonboy. Ey, bitte. Ich weiß, so zwei diepe Nummern hintereinander ist ein bisschen ungewöhnlich oder kommt nicht so oft vor. Aber nochmal so eine Nummer wie Down wäre auch krass. Wäre auch krass. Aber Psy hat ja gesagt, es ist einer seiner Lieblingssongs von der Platte, die kommen wird. Oh, direkt nice Sample. Schöne Keys, schöne Akkorde gespielt. Darüber auch so ein VOX-Sample oder sowas. Könnte auch Nemo selber sein, der das so ein bisschen so eine Top, so Topline-mäßig eingesungen hat oder ja, so ein paar Adlibs dazugegeben hat. Kommt nice. Könnte Nemo sein, könnte aber vielleicht auch Psy sein. Wir hatten zum Beispiel den Song damals, Wo Du, wo Psy auch eine Hook gehabt hat oder so eine Topline gehabt hat. Hotbox. Chim Chat. Ah, wir sind gerade live auf Twitch, kommt gerne vorbei. Link ist in der Beschreibung. Eine entspannte Hotbox in einem alten BMW, wer kennt's nicht? Ich find's direkt nice, dass er erstmal quasi nur begleitet von Sample anfängt, also quasi nicht A Cappella so, weil A Cappella war ja nur das A Cappella, ne? Aber halt noch keine Drums reinkommen, der Drop halt ein bisschen verzögert kommt, Sample hochgepitcht wird und dieses 808, you know, und dieses you know quasi immer wieder hinten dran hängt, finde ich nice. Bleibt direkt so ein bisschen mehr im Ohr, obwohl es gar nicht die Hook sein soll, glaube ich. Hier, da, you know, ne? Also wir gehen nochmal ganz kurz rein. Konto wächst, you know. Nicht, weil man nur schläft, you know. Nicht nur, weil man schläft, you know. Nemo, schöner Mann, ohne Scheiß. Nemo, schöner Mann. Wenn die Bitch nach Daddy ruft, Meeting mit kleiner Glock, trifft mich allein, you know. Mit Baller zum Breakfast, ja. Das ist ein Business Talk. Das ist ein Business Talk. Boah, das kommt auch nice. Also, es hat schon wieder ganz böse Vibes irgendwie. Ich weiß nicht so. Das ist auch. Die beiden machen Kunst. Chat, Real Talk. Die beiden machen Kunst. Ich sag dazu später noch ein bisschen was, weil man das heutzutage viel zu wenig appreciated, meiner Meinung nach. Heutzutage campt man 4 oder 8 Barloop hintereinander und rappt einfach kurz stur was drüber, was für Autos man fährt, was für Frauen man hat, was für Drogen man nimmt und so weiter und so fort. Aber die beiden machen noch komplett Kunst und deswegen freue ich mich auch auf, unglaublich auf diese Platte. Mit Baller zum Breakfast, ja. Das ist ein Business Talk. Bitte zum Fenster kommen. Bitte mir rollen. Wenn ich zum Mond flieg, komm mal am Band zu mir. Ein Hammer. Weiß ich nur, du bist ein Hammer, du deine Fischen ist nicht schon gut. Digga. Der hat mich direkt. Nemo ist aber einfach geil. Nemo lieben wir. Nemo lieben wir. Schöner Mann lieben wir. Ohne Scheiß. Nicht um irgendwie. Also ich will jetzt nicht Fanboy-mäßig rüberkommen so. Aber er hat halt schon über die letzten Jahre auch gerade vielleicht mit dem letzten Release Down extrem viel. Also mit der letzten Single hat er so viel Pluspunkte bei mir gesammelt. Es ist unglaublich krass. Guck mal, zieh. Dein gottverdammten Gucci. Oh, Digga, das war. Guck mal, wie er das zieh betont. Voll süß so. Zieh. Sag, wer bin ich überhaupt, dass ich mir über deinen Namen einen Scherz erlaub? Will doch nur zu den Sternen rauf, denn ich halte es für nicht mehr aus. Keiner steckt in meine Haut, das Böse steckt in meine Haut. Oh, Digga, guck mal, was für Atmosphäre da. Das meine ich halt, es ist nicht nur irgendwie so ein 4-Bar- oder 8-Bar-Loop-Sample genommen und es mal hoch runter gepitcht, obwohl das teilweise auch nice sein kann. Es funktioniert ja. Viele Rapper bestätigen ja
genau das, dass das auch funktionieren kann. Dass du Sample nimmst, 4, 8 Bars und das einfach hoch, runter pitcht, wie du möchtest und es funktioniert. Und warum sollte man irgendwie was ändern? Aber man hört so krass an dieser ganzen Produktion raus, wenn du da mal ein bisschen mehr auf die ganze Beat-Produktion, dein Ohr fokussierst, sag ich mal so, ein bisschen mehr darauf hörst, dass die beiden unglaublich, unglaubliche Filme da schieben. Unglaublich krass. Und dass das so eine Rarität im kompletten Deutschrap ist. Keiner steckt in meiner Haut, das Böse steckt in meiner Haut. Das Gute steckt in meinem Auge und in meinem Herzen, deshalb hab ich zu oft vertraut. Ach, oh, bin zu oft gefangen, aber der Champion ist back, genau. Also mach. Digga, wie betont er hier? Wie float er hier? Sag mal ganz kurz. Vertraut, ach, oh, bin zu oft gefangen, aber. Vertraut, Echo, Digga, was hat denn für eine Stimmlage hier? Bisschen komisch, oder? Bin zu oft gefangen, aber der Champion ist back, genau. Also mach Platz. Auch diese Backings und sowas. Boah, ist aber nice irgendwie. Sehr schönes Auto, alter BMW, immer nice. Immer nice. Meine Oma hat selber ein E30 Cabrio. Geiles Auto. Sehr geiles Auto. Wirklich, 6-Zylinder, gibt ordentlich. Ich bin da, genau. Gib mir mein Spark, genau. Spaß mit Geld, genau. Guck mal, schmeiß mit Geld, you know. Dieses you know passt so gut da rein. Und es ist ja, ich sag ja oft gut, jetzt wenn du so ein Schlagwort hast wie you know und es in die Hook packst, hast du automatisch schon so einen Ohrwurm-Faktor oder sowas. Aber Digga, wie er das betont, Bruder. Geiler Sound, Nemos, wahrer Künstler, ohne Witz, Digga. Gut, dass wir uns da einig sind, das freut mich auf jeden Fall. Gut, dass ich da Leute nicht überreden muss und vom Gegenteil überzeugen muss. Gut, dass wir uns da alle einig sind. Leb für den Moment, you know. Ab und zu zu da, ab und zu bin ich verrückt. Check the trends, you know. The champ is here, bin back, you know. Der Champ ist hier, bin back, you know. Bruder, wie er schreit. Boah, Digga, ich würde gerne mal so sehen, wie er das ins Mic schreit. Guck mal, er schreit es wirklich komplett, Digga. Da, ab und zu bin ich verrückt. Check the trends, you know. Guck mal, check the trends. Boah, Digga, wie er das schreit. Ich kann das gar nicht mit meiner Stimme so. Ohne Witz. Nemo und Psy ist Liebe, ohne Scheiß. Dass die beiden sich gefunden haben, Nemo und Psy, dass die beiden sich gefunden haben, zwischenmenschlich gut verstehen und jahrelang jetzt geile Mucke uns bringen. Boah, darüber können wir sehr, sehr froh sein, ohne Scheiß. The champ is here, bin back, you know. Guck mal, wie lang der Delay ausgehalten hat hier. Warte mal, vielleicht kommt er nochmal. Guck mal, you know. Und dann dieses, ganz am Ende dieses, oh, so, ne? Guck mal, wie lang das ausdelayed, so. Voll nice. Boah, das kommt nice. Gott bless die beiden. Ohne, Digga, von mir aus könnten die 5 Jahre nichts bringen, ohne Scheiß. Und sich dann irgendwie, keine Ahnung, 6 Monate ins Studio einsperren und alles abreißen und dann wieder eine Platte bringen. Digga, solange da was Geiles bei rauskommt, solange da wirklich Kunst rauskommt und nicht nur irgendwie ein belangloser Song, der halt irgendwo in der Playlist dann wieder untergeht nach 2 Wochen. Dein Konzert ist tot, Stimmen wie bei einer Beerdigung. Keiner holt sich ein Ticket und sagt, dass deine Show ist, hat sich für mich sehr gelohnt. Nice. Du wirst nicht ernst genommen, sorry, nein, du bist kein Gangster, Bro. Du bist ein gottverlassener Hurensohn, der Nachbarnasen auf Gangster tut. Aber Chat, könnt ihr mir mal eine Frage beantworten? Ich habe auch 1-2 Kumpels, die mir immer wieder sagen, Bro, weißt du eigentlich, wie krass Nemo float? Weißt du einfach eigentlich, wie krass Nemo ist? Nemo ist jetzt gerade im Moment nicht mein Lieblingskünstler. Er macht unglaublich nice Musik. Sein Bart ist auch so krass clean. Okay, chill doch jetzt ein bisschen. Ist ein schöner Mann, okay. Sein Bart ist so krass clean, okay. Ich hätte auch gerne so ein bisschen mehr Bart vielleicht. Ich glaube, jeder hat so den einen Kumpel, der sagt, ey, Nemo ist eigentlich voll der krasse Flower. Nemo ist der krasseste Flower Deutschland so. Jeder hat diesen einen Freund, glaube ich. Also, ich habe sogar 1, 2, 3 Freunde, die mir jedes Mal sagen, wenn wir Musik hören, ey, Bro, hör dir mal die neue Single von Nemo an so. Und dies und das, der ist der krasseste Flower Deutschlands. Ohne Scheiß, da kommt nichts ran. Ist immer so. Nemo ist abgehoben. Schau von dem Mund auf die Erde, Bro. Sag, wieso machst du so? Du Mini-Bett, das im Herzen tot. Ja, ich hab jahrelang zu viel von meiner Energie abgegeben, damit ist los. Ja, ich mach's immer noch, denn ich kann's immer noch, weil wir so lange machen, wie ich muss. Guck mal auch, wie er damit spielt, mit dieser sehr aggressiven Stimme und dann wieder ruhiger wird, dann wieder sehr aggressiv und es wirklich reinschreit und sowas, Bruder. Das ist auch so ein Song, der entsteht nicht. Ich bin mir 100% sicher, dass die Skizzen für so einen Song so entstehen, also relativ zügig. Aber wie das dann alles ausproduziert ist, was für Breaks man reinbringt, nach mehrmaligem Hören sagt er vielleicht, hey, hier habe ich vielleicht so diese aggressive Stimme, hier höre ich mich so ein bisschen mehr aggressiv und hier ein bisschen ruhiger so. Das kommt ja alles irgendwo im Nachhinein ein bisschen. Und diese ganzen Produktionen dauern ein bisschen. Boah, das ist so krass, ohne Scheiß. Red Spike, vielen Dank für deinen Prime Sub. Danke, danke, danke. Guck mal, was für eine Top-Melodie jetzt reinkommt. Oh, süß. Das ist Zucker. Ich mag sowas.
mit irgendeinem krass distorteten Preamp oder so. Lass uns einen Nemo-Fanclub aufmachen. Ja, ja, moin, wahrscheinlich Nemo-Fanclub, okay? Übertreib mir mal nicht, okay? Nemo, schöner Mann, sein Bart sitzt 1A, haben wir geklärt, okay? Boah, Digga. Weil er sagt, check die Trends und sowas. Chat, weiß jemand, wie Down gechartet ist? Oder auf welchem Platz Down in der ersten Woche war? Kann mir das jemand sagen? Bestimmt halt leider nicht so hoch. Also es ist halt immer so, es ist immer so mit Songs, die extrem krass deep sind, die extrem krass Realtalk-lastig sind, dass die halt irgendwo in der Masse keinen Anklang finden. Was leider so ist, es ist halt immer so. Und deswegen bringen auch immer noch viel, viel Leute immer nur so Party und Pop-Sound und so weiter. Und so, ne, ich fahre mit 300 da lang und trage den Sweater und dies und das und Ananas und sowas. Deswegen rappen die Leute auch noch das, weil die Leute wissen, okay, das funktioniert. Und dann gibt man sich mal Mühe mit Down oder sowas und Digga öffnet sein Herz und Realtalk und so weiter und so fort und gibt der Community was nach dem Motto, hey, lasst euch nicht unterkriegen, Mobbing ist nicht cool und so. Aber dann kommt der Song trotzdem nicht so krass. Gut, er hat trotzdem über 2 Millionen Streams gerade oder so, gell? Guck mal, wie lang ist das Delay aus halt so? Oh, das ist Zucker, Digga. Das, der ganze Song ist wieder so rund und Zucker, Bruder. Aber eine Sache muss ich halt sagen, ist mir bei Down auch schon aufgefallen, ich hab's glaube ich nicht erwähnt, Bruder. Schöne Location, relativ simpel gehalten, geiler BMW, aber diese Drehter, ich weiß nicht. Also weiß ich nicht, ob das jetzt sein muss, weiß ich nicht. Ich bin bei Boah, Digga. Song war böse. Ich freue mich extrem krass auf die Platte. You know, von Nemo. Ich möchte gar nicht so lange schnacken. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Genießt es auf jeden Fall. Habt Spaß und bleibt gesund. Verbringt die Zeit mit euren Liebsten, mit eurer Family, Opa, Oma, Bruder, Schwester, je nachdem. Mit den Leuten, die euch eben wichtig sind. Und passt auf euch auf. Vielen lieben Dank an Nemo und Psy an der Stelle für diesen Song. You know, ich küsse euer Herz.